Wir gehen nun in Aufgabe 47 schließlich einen Schritt weiter und kombinieren Schwerpunktsberechnung mit der Berechnung von Flächenträgheitsmomenten. Für den gegebenen Querschnitt muss zuerst bestimmt werden, wo überhaupt die Achse x'x' liegt, also der Schwerpunktsabstand y quer von der x-Achse. Sodann sind die Trägheitsmomente ix' und iy' zu bestimmen. Aber wieder eine möglichst große Skizze. Die vorgegebene Achse x ist da unten. Getrennt habe ich das Ganze hier in diese zwei Rechtecke. Also einmal das da oben und einmal das da unten. Dann zeichnen wir irgendwo den Schwerpunkt C ein von der gesamten Fläche, wo die Achse x' durchläuft. Und der Schwerpunkt C1 von der Fläche 1 da unten wird ein bisschen drunter liegen. Und C2 wird irgendwo da oben liegen. Dann haben wir hier diesen Abstand y quer für den Gesamtschwerpunkt und muss dann dementsprechend alles von x ausgehend messen, wie bei der Schwerpunktsberechnung letztes Mal auch. Also es hängt natürlich von der Referenzachse ab. Dorthin kriegen Sie den Abstand, dorthin müssen Sie auch alle Teilflächen messen. Und für später, für das Flächenträgheitsmoment dann, also für den Steineranteil, braucht man noch den Differenzabstand zwischen C2 und Gesamt-C und C1 und Gesamt-C. Das ist hier d halbe plus h minus y quer. Also h ist das Ganze unten, vertikaler Steg. Und dann müssen wir y quer abziehen, dann sind wir beim Gesamtschwerpunkt. Und der Abstand hier ist y quer minus h halbe. Alles andere ist an sich bemaßt drüben. Das heißt, wir rechnen einfach einmal den Schwerpunkt aus. Y quer ist wiederum y tilde i ai Summe drüber dividiert durch alle Flächen summiert. Wenn man das einfach so hinschreibt. Für die Fläche 1 gilt h halbe mal d mal h. Ist das y, also y1 tilde, ist h halbe und d mal h ist die Fläche. Und für die Fläche 2 haben wir den Abstand h plus d halbe und 2 mal b mal d. Und die Flächen sind für 1 wieder d mal h und 2 mal b mal d. So, also links 1, rechts 2 jeweils. Eingesetzt, ausgerechnet, kriegt man für y quer 206,8 mm raus. Von unten gemessen. Und damit kann man sofort zu den Trägheitsmomenten gehen. Ix'x'. Also ich schreibe jetzt auch alles in eine Summe rein. Erste Fläche, zweite Fläche und jeweils dazugehörige Steineranteil. Setzt sich also wieder zusammen aus ix1 um c1. Das ist d mal h der dritten Zwölftel. Das ist die Fläche 1, das Vertikale. Plus Fläche d mal h, Abstand y quer minus h halbe, haben wir eh hingeschrieben, quadriert. Ist der Steineranteil von 1. Und 2, das obere, ist 2b mal d der dritten Zwölftel plus Steineranteil Fläche 2b mal d und d halbe plus h minus y quer steht da oben quadriert. Das ist also 2 und Steineranteil von 2. Einsetzen, ausrechnen, liefert ein ix'x' von 222 mal 10 hoch 6 mm der vierten. In die y-Richtung, also um die y-Achse, die noch gar nicht eingezeichnet ist da oben, ist es einfach, weil die geht durch alle Schwerpunkte durch, braucht man nirgends einen Steineranteil, sondern nur beide
Teile für sich um diese Achse ausrechnen und addieren. Dann ist das y, also nennen wir es vielleicht da Strich, gell? Y Strich ist dann d der dritten mal h zwölftel für das Teil 1 und 2b der dritten d zwölftel für 2 und eingesetzt und ausgerechnet 115 mal 10 hoch 6 mm der vierten.